Ja, Ruben, herzlich willkommen zum Interview der Woche. Nicht das erste Mal, dass wir dich hier sitzen haben und du das Stadionmagazin zierst. Ein kurzer Blick zurück. Das Wochenende hat uns das Spiel in Karlsruhe gebracht. Dort 2:2, für dich auch ein besonderer Ort, natürlich aufgrund deiner Vergangenheit. Jetzt sind ein paar Tage seitdem vergangen. Wie würdest du dieses Spiel rückblickend bewerten? Ja, ich glaube, dass wir wieder leider was liegen lassen haben. In der ersten Halbzeit waren wir ganz klar spielbestimmt, haben nach hinten eine Chance zugelassen, eine vielleicht, aber nach vorne hatten wir noch einige zusätzliche Chancen zu den Toren und haben es leider dann verpasst, noch ein Tor mehr zu schießen oder es dann halt in der zweiten Halbzeit zumindest so zu kontrollieren, dass nichts mehr anbrennt. Was uns besonders aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, das Zusammenspiel mit Daniel Ginzek funktioniert bei dir sehr gut. Du hast ihm ein Tor aufgelegt. Ist es da schon zu erkennen, dass da die Chemie stimmt zwischen euch beiden? Ja, ich glaube, dass wir von Anfang an eigentlich ganz gut harmoniert haben. Er hatte mir auch schon, ich glaube, gegen Ingolstadt sehr, sehr gut einen aufgelegt, den ich eigentlich auch hätte machen müssen. Ich glaube, es ist beide so, dass man trotzdem nochmal guckt, obwohl man in einer guten Position ist, dass man nochmal vielleicht einen besser postierten sieht. Und auch so im Mittelfeld, im Spielaufbau, hat man, glaube ich, schon gesehen, dass wir da ganz gut miteinander harmonieren. Er hat ja auch schon mal angesprochen, als du ihm den Elfmeter überlassen hast. Ist das vielleicht auch was Besonderes, weil es ja für einen Stürmer eigentlich der erste Impuls ist, ich will Tore schießen. Aber wenn man dann in einem Zusammenspiel so gut harmoniert und sich auch da, sag ich mal, Sachen schenkt in dem Moment, ist doch was ganz Besonderes, oder? In dem Zusammenhang und der Position. Ja, ich hatte es ja auch hier in meinen ersten Spielen, hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis ich das erste Tor gemacht habe. Und wenn man halt neu irgendwo hinkommt, als Stürmer wird man daran natürlich dann gemessen und erste oder zweite Spiel, wo er noch nicht getroffen hatte, habe ich dann gedacht, klar, wir haben schon geführt, den Elfmeter, er ist ein Vollblutstürmer, er hat eine gute Schusstechnik, hat eine gewisse Erfahrung, dass er auch unter so einer Drucksituation besteht, deswegen hatte ich daran gar keinen Zweifel und für ihn war es dann ja auch wichtig, diesen ersten Treffer zu machen, dass dieser Druck so ein bisschen nachlässt. Und danach hat er auch nachgelegt. Also vielleicht war das so ein bisschen der Dosenöffner. Freut mich auf jeden Fall, dass das so läuft bei ihm. Für dich persönlich läuft es auch nicht allzu schlecht in dieser Saison. Du hast bisher 13 Treffer erzielt. Dein persönlicher Zweitligarekord sind bei 17. Jetzt sind noch ein paar Spiele zu gehen. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hattest, aber vielleicht eine Zahl, an die der Ruben Hennings auch noch mal kratzen kann? Wäre natürlich super, wenn es klappt. Aber ich habe mich eigentlich vor Jahren schon freigemacht, irgendwie so mich daran nur zu messen oder mir da so einen Druck aufzubauen. Ich versuche, der Mannschaft zu helfen. Ob es dann kurz vor dem Tor einen frei zu blocken ist und dass der Hintermann dann freie Schussbahn hat oder einen abzulaufen, vorzulegen, wie auch immer. Hauptsache, wir sind erfolgreich. Und im Moment konnte ich das ein oder andere Tor dazu beisteuern. Ich hoffe natürlich auch, dass noch einige dazukommen, weil Tore schießen macht natürlich beim Fußballspielen am allermeisten Spaß. Und dann auch in der Position. Es ist so, dass wir noch ein bisschen weiter über Rekorde oder besondere Zahlen sprechen können, weil es sind nur noch 5 Spiele. Dann hast du dein 200. Spiel für Fortuna Düsseldorf gemacht. Also wahrscheinlich selber auch nicht, wenn ich dein Gesicht gerade sehe, nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber noch 5 Spiele, die du in dieser Saison noch erreichen könntest. Ich glaube, das wäre ein weiterer Meilenstein auf deinem langen Weg, den du bisher hier hattest, oder? Ja, das ist schon beachtlich. Ich glaube, jetzt in meinem 6. Jahr und dann schon 200 Spiele, das ist ein ganz guter Schnitt. Ich hoffe, dass da noch einige Spiele zukommen, aber jetzt diese Zahl, kann mich noch an mein 150. Spiel erinnern, das war gefühlt gar nicht so lang her und jetzt sind es schon 200, dann fast vielleicht in dieser Saison. Wer weiß, was passiert, aber ich hoffe mal, dass ich gesund bleibe und dass der Trainer weiterhin auf mich zählt. Schöne Überleitung. Wir kommen nämlich jetzt zum Trainer und gehen mal ein bisschen weg von den Statistiken, was dich betrifft. Wie ist dein Eindruck? Seitdem er übernommen hat, liefern wir gute Spiele ab. Wir sind ungeschlagen bisher.
Wie ist dein Eindruck, was ist dein Gefühl? Ja, das wurde man ja eigentlich schon seit Tag 1 gefragt, was er anders macht. Ich glaube, dass es am Anfang sehr, sehr wichtig war, uns Motivation zu vermitteln. Wir waren in einer schwierigen Situation, als er übernommen hatte. Wir hatten lange Zeit kein Torerfolg gehabt. Wir waren in so einer, ja, in so einer Abwärtsspirale. Wir hatten auch im Spiel viel Pech. Wenn man jetzt gerade das letzte Spiel unter Christian Preußer sieht, wo wir gute Chancen vorne hin hatten, die nicht gemacht haben, und dann so einen Sonntagsschuss in der letzten oder schon wieder in der Nachspielzeit das Spiel dann auch noch verlieren. Und ja, er hat es halt fertig gebracht, uns wieder so ein bisschen so einen Reset-Knopf zu drücken, dass wir mit einer anderen Motivation ins Spiel gehen. Die Köpfe waren wieder ein bisschen freier. Es war aus diesem Trott raus. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie Christian Preußer einen Vorwurf machen konnte. Aber so die Mittel, die jetzt halt der neue Trainer Daniel Thun gewählt hat, auch mit diesen Ansprachen, die kamen halt sehr, sehr gut an. Und ich glaube, dass es in der Phase auch dann der richtige Weg war. Hat sich für dich selbst auch was verändert in deiner Rolle als Stürmer? Dadurch, ja, wir spielen schon offensiver. Das ist, kommt mir natürlich zugute, wenn wir offensiver spielen, ist mehr das gefragt, wo ich meinen Aufgabenbereich sehe. Wunderbar. Zwischendurch hast du aber leider coronamäßig flach gelegen. Wie hast du diese Zeit überstanden? Dir geht es aber den Umständen entsprechend gut. Warst halt nur diese 2 Wochen raus, aber hast dich ja bombastisch wieder zurückgemeldet. Ja, es war wirklich ärgerlich und ich glaube auch eine sehr, sehr kuriose Situation. Nach dem Ingolstadt-Spiel habe ich dann schon einen Anruf von Robo bekommen, der sich danach nicht gut gefühlt hatte, und neben dem ich beim Essen saß und habe mir da aber noch gar nicht so die Gedanken gemacht, weil man hatte ja dann trotzdem schon mal irgendwie mit irgendwelchen Leuten zu tun gehabt, die dann später positiv getestet wurden. Aber ja, dann am Mittwochmorgen, als wir dann das Training für die neue Woche quasi angegangen sind, habe ich mich auch schon nicht so gut gefühlt und bin halt hierhin. Ich dachte, dass ich vielleicht einfach ein bisschen müde bin. Aber bei mir kam dann auch beim Schnelltest schon das Ergebnis, dass ich positiv bin. Der PCR-Test hat es dann bestätigt. Und ich hatte dann wirklich so 3 Tage mit Erkältungssymptomen. Gott sei Dank nichts Schlimmeres, dass ich jetzt nicht richtig flach gelegen habe. Ja, dann war es sowieso kurios. Dann habe ich mir das Spiel in Paderborn angeguckt, wo man ja einfach mal sagen, wir hatten mit Kai Eisele einen Torwart als Feldspieler auf der Bank nominiert. Also das ist halt auch eine ganz wilde Geschichte. Und war aber absolut begeistert von der Leistung, von der Leidenschaft, die auch die Jungen, die Tacker oder auch Tim Köter an den Tag gelegt haben. Emma, der eigentlich noch gar nicht für 90 Minuten so bereit war, was die da für Spiele abgeliefert haben. Oder Eddie, der auch aus einer schwierigen Situation kam, weil er lange nicht gespielt hat und so die Verantwortung auch übernommen haben. Flo hat einen Elfmeter gehalten, Flo Hartherz hat sein erstes Tor geschossen. Also so die Zusammenstellung in der Partie hat mich auch so vom Bett aus dann echt stolz gemacht. Dann hat es leider bei mir mit dem HSV-Spiel nicht hingehauen. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne gespielt, weil ja auch bei mir da eine Verbundenheit besteht. Aber ich habe dann hier von der Tribüne aus die Daumen wieder gedrückt und habe auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung unserer Mannschaft gesehen, die ja auch wirklich unter welchen Voraussetzungen Gini, der ja auch nur einen Tag trainiert hatte und direkt von Beginn an gespielt hatte, und noch viele andere, die es dann ähnlich getroffen hatten. Und dann haben die auch so eine Leistung gegen einen Aufstiegsaspiranten raus, und das war schon echt, war cool, ja. Du hast jetzt viele positive Sachen angesprochen schon. Eine kritische Frage muss ich aber stellen an der Stelle. Was machen wir in Zukunft, wenn wir in Führung liegen und die letzte halbe, dreiviertel Stunde des Spiels bzw. die zweite Hälfte anbricht? Ich glaube, als allererstes uns gar nicht verrückt machen lassen. Es ist ja eine positive Situation.
in Führung zu sein. Es ist anstrengender, dem Ball hinterher zu rennen, wenn du in Rückstand liegst. Wir hatten diese Situation ja in den letzten Wochen leider häufig, dass wir das dann noch aus der Hand gegeben haben. Aber wie ja überall schon richtig gesagt wurde oder auch zu lesen ist, dass es halt ein Lernprozess ist. Wir müssen da halt eine Abgeklärtheit entwickeln und auch trotzdem weiter Fußball spielen und ja, nicht irgendwie uns immer hinten so ein bisschen einigeln und hoffen, dass nichts passiert, weil dafür ist die Qualität bei den Gegnern natürlich auch hoch, dass man sich darauf nicht nur verlassen sollte, sondern auch einfach noch vielleicht dann darauf hoffen, okay, da ergeben sich noch mehrere Räume, weil der Gegner was versuchen muss und dann den Deckel dann drauf zu machen. Wir haben eine kurze Woche, bereits am Freitagabend geht es weiter. Lass uns auf die Partie gucken. Hansa Rostock ist gut unterwegs, die letzten 4 Spiele allesamt gewonnen. Was erwartet uns da auch vielleicht mit einem Rückblick auf das Hinspiel, wo wir ja 2:1 verloren hatten? Ich glaube, das Hinspiel war so eins unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison. Gerade in der ersten Halbzeit, wo wir keine 3 Pässe hintereinander irgendwie gefühlt an den Mitspieler gebracht haben. Ich denke, dass die Vorzeichen jetzt andere sind. Wir sind auch sehr, sehr gut drauf. Wir haben von den letzten 7 Spielen auch keins verloren. Und ja, von daher denke ich mal, dass es schon ein offener Schlagabtausch wird mit einer Rostocker Mannschaft, die sehr auf Kampf, glaube ich, auch aus sein wird. Das können wir aber auch und von daher denke ich, dass es ja, dass es ein unterhaltsames Spiel wird. Das wünschen wir uns wahrscheinlich alle mit einem guten Ende für die Fortuna. Ruben, lieben Dank für deine Zeit und Sehr viel gerne. Erfolg für Freitag. Dankeschön.